Tja, tja, kann ich dazu nur sagen. Die Arena, das hat ja super funktioniert. Ich würde sagen, die Arena können wir uns für die nächsten 20, 30 Level. Gut, so viel vielleicht jetzt nicht, aber die können wir uns für die nächsten 15, 20 Level schon noch in die Haare schmieren. Wir kümmern uns jetzt mal, neben den ganzen Geheimnissen, die wir nach und nach so rangeholt haben, kümmern wir uns jetzt mal um das da. Boah, die sind doch zu stark für uns. Also, wir sind Level 48. Ich meine, Level 50 ist vielleicht so der nächste Knackpunkt. Das könnte eventuell dieses Untotenschiff sein. Ich glaube, es gibt noch so ein Schiff, das von Untoten gesteuert wird. Und mit Level 50 können wir uns auch langsam die ganzen alten Städte anschauen. Melsan und Klenna und Shanna und so. Aber wir machen jetzt erstmal schnell die Quest. Wir machen. Oha, da ist ja noch ein Schiff. Ach, guck an. Na, dann kommt mal her. Vergesst es. Ja, wobei. Zack. Ja, wobei, die kriegen 24 Schaden, das ist schon viel. Aber hier können wir uns locker mal umschauen. Dann nehmen wir nämlich das Schiff noch mit und machen dann, wie gesagt, erstmal die Quest mit. Also das halt mit dem Elras-Unterschlupf da. Damit Elaine mal in die Ebene der Blutgeister gehen kann. Ob das eine tolle Idee ist, werden wir doch sehen, aber. Das kann sie dann mal machen. Zack! 3600 Erfahrung. Ja, das ist schon ungefähr für meinen Level. Wie viele Seelen habe ich denn eigentlich? 7 Stück, wow. Ja, ich glaube, ich hatte die gerade erst ausgegeben. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile auch fast Level 50 und wir haben seit Level 20 keine Zauber mehr gelernt. Ich glaube, ab Level 50 gebe ich jetzt erstmal die nächsten Seelen, die ich jetzt so finde, alle aus für Zauber. Ich muss auf Level 50 jetzt mal Zauber lernen. Und ich müsste theoretisch die ganzen unteren Zauber alle mal durchtesten. Theoretisch. Könnt ihr mal den Werwolf in Ruhe lassen? Naja, ich dachte, der blutet vielleicht, aber dann halt nicht. Also ich muss theoretisch auch mal die ganzen unteren Zauber durchtesten, weil es kann ja sein, dass es auf Level 40 schon einen Zauber gegeben hat, der echt gut gewesen wäre, irgendwas mit, keine Ahnung, die ganze Gruppe vergiften oder Giftregen zum Beispiel. Giftregen ist, glaube ich, auch ein Zauber. Sowas halt, weil wenn ich jetzt dann auf Level 50 bin, brauche ich, glaube ich, 6 Runen oder so. Und 6 Runen ergeben, glaube ich, einen Level 50 Zauber. Und natürlich neigt man dazu, dann vielleicht nur 6 Runen halt zu benutzen, dass Level 50 Zauber dabei rauskommen, ohne die schwächeren Zauber mal durchzutesten. Wobei da mit Sicherheit auch ganz gute dabei sind. Aber das mache ich alles mal auf Level 50. Das heißt, ich spare mir jetzt mal die Seelen auf und gehe dann mal mit. Vorzugsweise 99 Seelen in Level 50. Schauen wir mal. Komm nur her. Komm nur her, ich brauch sowieso ein bisschen Blut. Und dann kann ich mal die ganze Gruppe mit neun. Was heißt die ganze Gruppe? Ja, sehr schön bluten. Nein, okay, verdammt. Okay, egal. Elaine darf noch Blut saugen und dann, naja. Und dann kann ich nämlich mal alle so ein bisschen mit ein paar neuen Zaubern ausstatten. Ich will ja auch die Runengeneratoren. Zack! Ich will ja auch die Runengeneratoren nicht umsonst gefunden haben. Dann gehe ich auch mal die restlichen Schreine noch ab. Weil ich habe jetzt noch einen braunen Stein für den Erdschrein. Und ich habe noch irgendeinen Stein. Und dann, weil ich krieg ja in jedem Schrein so einen Generator. Und dann kann ich die auch mal alle ins Schloss bringen. Es gibt noch so viel zu tun, ich sag's euch. Ich habe immer die ganze Zeit gesagt, wartet mal. Oha! Ich habe immer gesagt, wartet mal auf Level 40, da geht's richtig los. Ich habe noch einen Seelenstein mit 10 Seelen. Ja, Gewitter.
Also allein, dass ich den Zauber jetzt schon oder das Ding jetzt schon lesen kann, heißt wahrscheinlich, es ist vielleicht nicht unbedingt mein Level, ist vielleicht schon ein bisschen drunter. Sieh mal, in 10 Tagen Deckschrubben mit System stehen hier im Regal. Klabaute man seine Freunde in 10-facher Ausführung. Süß. Wichtige Seemannslektüre, komm her. Es macht so Spaß gegen Menschen. Hab ich schon mal erwähnt, dass es Spaß macht, gegen Menschen zu kämpfen? In Vampire's Dawn versteht sich. Dun, dun. Keine Sorge, du da unten, du kommst auch noch dran. Komm nur her. So, da sind noch 2 Kisten. Bei meinem Glück ist eine Level-3er-Kiste dabei. Bei meinem Glück ist eine Level-3er-Kiste dabei. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, welches Item zum Beispiel. Ein Piratenschiff habe ich ja schon versenkt. Zack! Ein Piratenschiff habe ich ja schon versenkt. Wo auch eine Level-3er-Kiste drin war, glaube ich. Oder eine Level-2er-Kiste oder so. Naja, wer weiß, was da drin gewesen wäre. Aber wenn es was Wichtiges gewesen wäre, dann komme ich da vielleicht noch ran. Dietrich. Na, fast wäre ich an dem Ding vorbeigelaufen. Fast hätte ich das nicht mehr angeklickt. Die sieht verschlossen aus. Oder auch nicht. Speicherstein, wunderbar. Den werde ich aber trotzdem jetzt nicht benutzen. Ich schätze mal, da oben ist wahrscheinlich irgendwie eine Art Boss wieder drin. Aber die Menschen hier kommen jetzt nicht so stark vor, als dass ich hier speichern müsste. So, was haben wir denn hier drin? Da ist er ja, komm her. Tja, vergiss es. Ich habe deinen Bruder, deinen Zwillingsbruder auch schon umgelegt. Zack! Ja, kann der denn bluten? Ja, der blutet jetzt schon für 160 Schaden. Zack, naja, so stark ist das jetzt auch nicht. Aber Hauptsache, der blutet. Jetzt kann ich... Die normalen Angriffe sollten reichen. Ich sag dir. Pah, Menschen. Boah. Ja, vielleicht sollte ich doch vorsichtig sein. Ja, genau. Tötet. Jawoll, und beide weggekrittet. Tja, da steht er alleine. Ja, auch Kritten wird dir da nicht helfen. Vielleicht nochmal saugen, hast du noch Blut? Ah ja, wunderbar. Was gelähmt? Das wird dir trotzdem nichts bringen. Puh. Auch wenn die Kämpfe jetzt nicht so schwer sind, aber es ist halt immer so die Sorge dabei, dass er doch noch irgendeinen Zauber auf Lager hat, der dann Blutrune und 1000 Fehler, der dann doch auf einmal noch richtig viel Schaden macht oder die ganze Gruppe irgendwie lähmt oder zu Stein macht oder verwirrt oder sonst irgendwas. Na wunderbar, paar Geheimnisse, schönes Schiff, schön. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell zurück. Wurden wir nicht irgendwo angegriffen? Wurden wir nicht in der letzten Runde in irgendeinem Schloss angegriffen und da sind jetzt zu wenig Söldner drin? Ich kann mal wieder nach den Steuern und so schauen. Bling! Wir können ja hier auch gleich mal reinschauen. Ein Werwolf! Ja. Ja, ich meine, irgendwann. Dieses irgendwann klingt immer so unglaublich weit in der Zukunft. Tut mir leid, Hase. Aber irgendwann müsste ich schon mal.
diese gesamten Gebiete absuchen. Ich denke mal mit Level 50 gehorche. Ich denke mal mit Level 50 wäre es schon möglich, sich in allen Gegenden schon... Ich probiere den mal. Nein, ich probiere den nicht. Das sind Insekten, da kann ich sowieso kein Blut saugen. Nein. Wir halten uns jetzt mal daran, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar, hier ist der Totenkopf mittlerweile weg. Das heißt, hier schauen wir uns jetzt mal um. So, ich gehe nur einmal kurz zurück in das Schloss. Ich habe mittlerweile auch gar keinen mehr, den ich foltern kann, weil bei allen heißt es jetzt... Mein Gott, da ist ja noch überhaupt kein Geld, ja. Bei allen heißt es mittlerweile... Die brauchen wir wohl nicht weiter zu foltern. Ich könnte mir übrigens mal die besseren Särge holen. Glaube ich. Ich sehe sie, glaube ich, 400 pro Stück. Und wenn ich 3 oder 4 Stück brauche... Ja, nochmal 2000, warum nicht? Ach ja, wir haben ja auch das letzte Mitglied der Apokalypse-Kinder hier mittlerweile. Viel angenehmer als auf dem verfluchten Piratenschiff. Du weißt ja, wie du dich revanchieren kannst. Natürlich. Möglichkeit für euch, seelenkonzentrierte Seelenfragmente zu erschaffen. Gleich mal ausprobieren. Seelen für ein Fragment, 30 Stück. 18 Seelen habe ich. Ja, da kann ich sowieso nichts umwandeln. Ja, die Seelenfragmente brauche ich, um hier mit diesen Runengeneratoren Runen zu erschaffen. Ja, aber viel mehr kann ich hier auch nicht machen. Ich kaufe mal schnell die verbesserten Särge. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was die machen. Ob die jetzt nur negative Statusveränderungen machen. Oder ob die auch mein Blut heilen. Wollt ihr diesen herrlichen Kirschholzsarg mit Samtverkleidung? Wir nehmen 4 Stück, vielen Dank. Wohin sollen die gebracht werden? In das Schloss der Aldanes. Bitte kommen Sie wieder. Testen wir die doch gleich mal. Wir haben... Gut, die HP werden sowieso geheilt. Jetzt können wir mal gucken, was passiert. Wenn ich raten müsste, heilen die jetzt negative Zustände. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch das Blut heilen. Nur, was haben wir denn da? Meine kleinen Lieblinge. Also ehrlich, ich liebe diese Werwölfe. Ich habe so oft gesagt, ich kann es nicht häufig genug sagen, ich liebe diese Werwölfe. Im Zweier sowohl als auch im Dreier. So, legen wir uns doch mal kurz hin. Sollen wir uns etwas ausruhen? Kirschholzsäge. LP der Gruppe ungegebenenfalls Schwäche sowie Vergiftungen geheilt. Naja, Särge und hier, das ist nicht schlecht. Vergiftungen, dann kann ich mich nach einem Kampf zurückteleportieren. Und da schnell schlafen, sollte ich vergiftet werden. Okay, wunderbar, da wären wir. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe früher mal gedacht, das sind irgendwelche Dämonenziegen. 99 Blut, oha. Ich habe früher mal gedacht, das sind irgendwelche Dämonenziegen mit den roten Augen. Habe ich alle Items? Ja. Ja, dann wollen wir hier mal aufräumen. Den Zauber finden, dann mal los. Da oben läuft schon der erste Elras rum. Die sind, glaube ich, wirklich ziemlich stark. Gucken wir mal. Ach, ein Topas. Schau an. Mit dem Topas kann ich die Quest in der Wüste erledigen. Also das ist jetzt Valna, das ist Elaine. Was? Die haben nur 30 Blut? Okay, die machen aber auch nicht so viel Schaden. Also die werden wahrscheinlich so für Level 30 oder so gedacht. Okay, kein Bruch. Okay. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ich weiß nicht. Gerade nach Vampire's Dawn 3, da hat man auch manchmal gegen die gekämpft. Und da waren die schon stark mit ihren ganzen Zaubern da. Ich weiß, ich versuche nicht mehr so viel Vampire's Dawn 3 vorauszugreifen, Verzeihung. Regenerationstrank, so.
komme ich denn da hoch? Moment, ist das ein Level 3 Geheimgang, den ich nicht sehen kann? Ah. Ich spüre es, die ist Level 3. Ich spüre es irgendwie. Ich wusste es. Ja, aber die Artefakte entgehen mir nicht. Also, es gibt natürlich eine Menge Level 3 Truhen. Und die werde ich dann auch alle mal ablaufen müssen. Am wichtigsten sind mir natürlich die Level 3 Truhen, wo Artefakte drin sind. Da werde ich auf Level 80 direkt einen ganzen Schlag kriegen. Der erste Skill, den ich dann lernen werde, ist die Level 3 Truhen zu knacken und dann laufe ich die in der gesamten Welt ab. Okay, jetzt habe ich die linke Seite erkundet. Sieht verdächtig aus. Aber hier sind mal ganz schön wenig los. Ja, dann komm mal her. Ja, tötet ihn einfach. Zack. Ja, ab in die Ebene der Blutgeister, meine Liebe. Das fand ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was? Schon wieder so eine blöde Heilflasche. Also, theoretisch ja nicht schlecht, aber in diesen grünen, rumliegenden Dingern da kann halt auch einfach, keine Ahnung, 3, 4, 5, na okay, so viel nicht. Lass mich wenigstens die aufkriegen. Kann halt da auch so, keine Ahnung, so 2000 Filat drin sein. Na guck an, wenigstens irgendwas aufgekriegt. Karte 16, kann ich die denn lesen? Ja, dann als nächstes könnte ich vielleicht mal den Level 2 skillen. Moment, da unten geht's auch noch hin. Mich denn darüber? Als nächstes könnte ich den Level 2 Karten. Jetzt habe ich zwei Karten, die ich nicht lesen kann. Wie komme ich denn darüber? Ach ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt bin ich am Anfang. Ah. Komm nur her, willst du das wirklich, Elras? Also im Burgenkampf sind sie so stark, die hier rumlaufen und hier. Apropos Burgenkampf, wollte ich nicht eigentlich in der Burg mir neue Söldner kaufen und das Schloss, das angegriffen worden ist, wieder mit neuen Söldnern bevölkern? Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe das letzte Mal. Egal, ich kann den Dungeon hier noch schnell fertig machen. Ah, hoffentlich. Moment, da oben ging es, glaube ich, nicht weiter, oder? Ja, weißt du was? Komm her, ich kann die Seelen gebrauchen. Vor allem, wenn ich dann auf Level 50 bin. Dann gebe ich mal alle meine Runen aus, alles. Für schöne neue Zauber. Am liebsten hätte ich einen Zauber, der alle vergiften kann oder so. Den könnte ich wahrscheinlich jetzt auch schon lernen. Ich meine, es gab einen Zauber Giftregen oder so. Oder vielleicht verwechsle ich das auch mit Vampire's Dawn 3. Schon wieder Geheimgang, den ich nicht gesehen hätte. Ja, her damit. Ja, wobei, das sind immer nur Einzelne. Da lohnen sich die Kämpfe auch nicht so sehr für Seelen. Da bleibe ich bei meiner schönen Kanalisation. Rauf, runter, links, rechts. Schade. Ich wollte schon wieder sagen, der wäre auch verdächtig gewesen. Ja, komm her. Komm nur her, Elras.
Bin, 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 bin. So. Weißt du noch, das erste Mal, als ich hier drin war, bin ich vor den Elras immer davon gelaufen. Da war ich vom Level her viel zu niedrig. Und da man ja in Vampire Stone 2 den Viechern ausweichen kann, könnte man sich theoretisch schon in schwereren Gebieten rumtreiben. Und ich bin nur davon gelaufen. Irgendwann hier oben war ich dann in der Enge, das weiß ich noch. Genau, weil der ist dann von da oben, genau. Weil da kamen nämlich mehrere auf einmal und da hatte ich keine Chance mehr vorbeizukommen. Da habe ich hier extra einen Speicherstein benutzt. Und habe versucht, die irgendwie zu umgehen, aber die haben mich immer gekriegt. Kann sogar sein, dass das einer meiner ersten Durchgänge war, die ich dann hier irgendwann abbrechen musste. Weil die Quest kriegt man ja relativ früh. Die habe ich ja auch gekriegt, als diese Höhle noch Totenkopf für mich war. Aber ich war dann da drin und ich wollte nicht wieder zurückgehen und ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte damals. Also wollte ich das hier drinnen durchziehen, aber keine Chance. Gott, haben die mich vermöbelt. Weil die haben jetzt noch kein einziges Mal, glaube ich, angreifen können, aber wenn sie es denn irgendwann mal geschafft hätten. Wenn sie es irgendwann mal geschafft hätten. Dann haben die schon ganz gute Zauber. So, was haben wir hier? Rezept, ach was. Ja, das dachte ich mir. Mittlerweile reicht der Level 1 Skill halt auch nicht mehr. Gott, ich brauche noch so viele Seelen. Ich brauche noch so viele Seelen. Hier noch was drin? Nee. Ja, das muss ich vielleicht mal machen. Ja, kommt mal, kommt ihr beide mal her. Das muss ich jetzt vielleicht mal machen. Ich muss vielleicht mal jetzt wirklich in der Kanalisation, beziehungsweise sonst irgendwo. Zack. Seelenfarm, weil ich brauche jetzt irgendwie immer noch 7 Skills oder so, die ich nachholen muss. Und danach brauche ich auch noch Zauber. Also ich brauche jetzt eigentlich noch so viele Seelen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich muss noch so viele Skills nachholen eigentlich. Ich glaube, da lege ich mal wieder eine Runde in der Kanalisation ein. Oh Gott, bitte, bitte, Lord, komm, komm, komm. Nein! Was ist denn das für ein Schund hier? Überoberung der Welt, Huldigung an den Führer der Elras und sinnloses Geschwafel. Hier ist hier wirklich mal überhaupt nicht. Ich suche die Bücher, der Zauber muss hier irgendwo sein. Sucht gefälligst weiter. Hier ist ein Zauberbuch. Alle Seiten da drin sind leer, verdammt nochmal. Nein, Moment mal. Hier sind einige Seiten noch beschrieben. Was sind das denn so für Zauber? Rezepte für den Runensyntator. Dritten Seite ist der richtige Zauber. Giftfeuer, Gift, wo wir gerade von Giftregen endlich haben wir Glück, den Zauber haben wir auch gefunden. Willst du das wirklich durchziehen? Ja, sie will sich köpfen lassen, ab in die Ebene der Blutgeister, lieber an einem sicheren Ort. Wir gehen ins Schloss, das Magierzimmer eignet sich hervorragend. Noch mehr Schund. Okay, hier in dem Elras Versteck sind also 2 Level 3 Truhen drin. Okay, nichts wie weg. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt können wir mal Giftfeuer und Giftregen klingt cool. Ich glaube, die baue ich mir direkt mal. Und bevor ich Elaine in die Ebene der Blutgeister schicke, lerne ich jetzt mal die ganzen Skills, glaube ich. Wobei so viel passieren tut da eigentlich nicht. Ich speichere mal wieder schnell zwischen, sicher ist sicher. So, nicht, dass wir bald angegriffen werden, weil Giftregen ist cool. Giftfeuer ist, glaube ich, ein Einzelzielzauber und Giftregen ist halt, wie der Name vermuten lässt. Und der ist cool. Verfügbare Seelen 29, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Müssen wir mal schnell schauen. Ihr Giftregen, doch, das reicht.
Ja, den will ich nämlich haben. Die ganze Gruppe vergiften, das wäre, dann kann ich mir die Gifttränke sparen. Wenn der denn auch vergiften kann. In Vampire Stone 1 war es ja zum Beispiel so, dass der Zauber Giftregen von den Gegnern gar nicht vergiften konnte. Aska Elaine. Trifft alle Gegner, Grundschaden 20 und Gift. Also den Zauber will ich behalten, weil die ganze Gruppe mit einem Mal zu vergiften ist schon nicht schlecht. Ja, den behalte ich mir mal. Jetzt können wir mal schnell gucken. Wir haben Seelen 14. Blutang. Lebensang. Boah, das wird ganz schön. Nein, wir machen erstmal Elaines. Wir erfüllen erstmal Elaines Wunsch. Wenn sie denn unbedingt ihren verrückten Plan durchziehen will und in die Ebene der Blutgeister gehen will, dann soll sie das machen. Das heißt, dann hacken wir ihr mal den Kopf ab und dann schauen wir mal, was passiert. Und danach kümmere ich mich mal um Seelen und um die ganzen Skills. Dass ich zumindest mal alle Level 2 Skills habe. Zumindest die ich halt haben will. Ich meine, ich habe ja auch noch eine ganze Menge Skills nicht gelernt, die ich eigentlich auch haben will, aber... Ich werde doch so viele Seelen brauchen. Tja. Da fliegt gleich ein Kopf. Ich glaube, gleich streiten sie sich drum, wer es macht. Ich mach's. Nein, ich mach's. Lass das hinter uns bringen, wenn das mal gut geht. Willst du wirklich? Ich muss wissen, wie ich gelebt habe. Hoffentlich lohnt sich das. Ich bin mir sicher. Ja, dann muss es wohl sein. Die einzige Möglichkeit, mehr zu finden. Was, wenn wir dich nicht zurückholen können? Es wird klappen. Mach dir keine Sorgen. Tu es. Tu es. Schlag zu. Ja, was hast du nur getan, du Narr? Du wusstest, es ist ein Fehler. Wie wahnsinnig ist denn dieser Plan, bitte? Wie konnte es nur so weit kommen? Hoffentlich schaffst du es. Ja, abwarten, bis sie hier erscheint. Ich hoffe, sie verkraftet die Qualen. Ob sie wohl dran gedacht haben, dass der Zauber eigentlich für einen Menschen konzipiert ist und nicht für einen Vampir? Verflucht, Schmerz, das so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Die Ebene der Blutgeister. Vampire treffen, die gestorben sind. Ich muss stark sein. Wo ist Vincent? Los geht's. Du siehst mir gar nicht wie ein Vampir aus. Oh, ich erinnere mich nicht. Verwandelt gleich hingerichtet, armer Kerl. Ja, Elaine, du solltest dich lieber mal um dich selbst kümmern. Wie oft ich mich hier als Kind verlaufen habe. Ich werde mich auch mit Sicherheit jetzt wieder verlaufen. Weißt du, wo ein Typ mit einem großen Helm ist? Hilf mir, ich ertrag diese Schmerzen nicht. Das ist wohl schon eine ganze Weile hier. Ich glaube nicht, Elaine, dass die dir hier alle helfen können. Nicht mal vor wehrlosen Frauen haben sie halt gemacht. Ein Biss und dann diese Qual. Naja, hier drin wird dir was klar werden. Was die Elras wirklich vorhaben. So, wen haben wir denn hier? Wo ist denn Vincent Waynard? Vincent, er... Ah, keine Qual. Norden. Danke. Vielleicht kannst du mir helfen. Ah, es kommt. Nein. Ja, was geht hier vor? Gute Frage. Gute Frage. Ja, ein Biss und dann diese Qualen. Ja, ich weiß, Mädel. Hm.
Moment, jetzt gehe ich, glaube ich, wieder nach unten. Wo ist das Pater Josh? Ein Pfarrer? Die haben ja wirklich alles und jeden zum Vampir gemacht. Nee, Pater Josh war ja gar kein Vampir. Gnade. Ich kann dir nicht helfen. Die anscheinend auch nicht mehr. Du, diese Schmerzen, lass sie enden. Ja, ich habe andere Dinge zu erledigen. Tut mir leid. Ich dachte zuerst, es war eine Truhe, als ich nach da oben gelaufen bin. Ich will nur mit jedem reden, auch wenn es nichts bringt, aber... Vincent Waynard, er soll leiden. Das sehe ich genauso, wo ist er denn? Im Süden, und weg ist er. Hey, erst soll ich im Norden, dann im Süden schauen. Erinnert mich ein bisschen ans Magierzimmer mit den ganzen Schreien im Hintergrund. Warum nur diese Qualen? Ja, Vampir, Kopf abgeschlagen. Ja, der wird mir wohl nicht helfen können. Nein! Nur gucken, dass ich hier mit jedem geredet habe. Zum Beispiel mit euch da oben. Ich meine, es bringt nichts. Ich glaube nicht, dass mir hier irgendwie... Was sollen sie mir auch geben? Schmerz, dieser unendliche Schmerz, reiß dich gefälligst zusammen, wo ist Vincent Waynard? Sie verschwinden. Wohin verschwinden sie? Ja, manche Vampire ist es wirklich nicht schade. Elaine ist aber ganz schön hart. Die leiden hier seit was weiß ich wie lange und sie so pfff. Und denen ist es ja wohl nicht schade. So, jetzt habe ich glaube ich langsam alle. Vincent... Verräter? Wie meinst du denn das? Ihr kämpft gegen Vampire. Das müsstest du doch wissen, Elaine. Das hat er dir am Schluss vom Einser erzählt. Seine eigenen Mitstreiter gebissen und dann getötet. Jetzt suchen wir ihn mal. Schlimm wär's, wenn man sich eh schon hier zehnmal verläuft, wenn man am besten auch noch ein Zeitlimit kriegt. Willst du das, um hier zu fliehen? Na, etwas anderes. Ja, was war das? Gute Frage. Da unten habe ich gerade schon dieses kleine Kristallding gesehen. Ich glaube, das war schon der Ort, wo ich hin soll. Wo ist Vincent? Oh, Schmerz. Viertes Generationsgesocks. Verlauf mich heutzutage hier immer noch. Ah. Moment. Abraxas. Du? Was gibt's denn da zu lachen? Naja, jetzt da sie hier ist, bedeutet es? Ja, damit hast du deine gerechte Strafe erhalten. Dass du hier schon eine ganze Weile leidest. Die Zeit wirst du noch aufholen. Ja, kann Vincent ja nicht weit sein. Hinten steht er schon. Immer noch sein kleiner Schoßhund. Ja, richtig doch falsch. Ein Wurm, genau wie du. Ja, Wortwahl hat sich anscheinend nicht geändert. Überhaupt nicht relevant. Du bist, was du bist. Geh zur Seite. Wie willst du mich denn aufhalten? Das Kribbeln zwischen den Schüben unendlicher Schmerzen. Warum ist es hier so leer? Stimmt. Obwohl hier eigentlich hunderte Leute sein sollten, tausende. Ihre Pläne von Vincent, davon von wem sprichst du? Das wirst du nie erfahren. Lass mich vorbei, niemals. Na
nein, nein, oh nein, nicht jetzt schon, nein. Ja, der hat nicht mit dir geredet. Immerhin steht er mir nicht mehr im Weg. Vincent, es ist zu spät. Unverzeihbar, du hast doch nicht etwa Reue. Sie verbrauchen uns, es war nur eine Frage der Zeit. Wer? Ja, tut mir schon ein bisschen leid. Wurde wohl viel zu lange gekocht, ich wollte das nicht. Das Buch? Dein Buch, es ist dein Buch. Ja, ich erinnere mich. Ja, da schwimmt's dahin. Zack. Ja, und da hat sie's dann gefunden. Wo ist nur das Lachsenkraut? Irgendwo muss doch welches sein. Ja, das war vor den Ereignissen von Vampire Stone 1. Haltrank, arme, kranke Mirai. Grippe wird immer schlimmer. Hoffentlich kann er ihr helfen. Was ist denn das? Und so hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Ja, Vincent sollte sich das mal anschauen. Kennt sich immerhin damit aus. Ja, und dann ging's los. Hoffentlich kommt Elaine bald. Ja, leider habe ich das Lachsenkraut nicht, aber dafür habe ich was anderes gefunden. Was ist denn das? Ja, ein Buch. Keine große Kenntnis. Es handelt sich wohl um ein Zauberbuch. Zack! Dieses Schlagen immer, wenn sie die Bücher aufmachen. Pfuck. Wirklich ein Zauberbuch? Könnt ihr damit was anfangen? Ich glaube schon. Hab Dank, dass du mir das Buch gebracht hast. Leuten Asran sollst du doch helfen. Das Buch, wenn dir es dir hilft, wäre das gut. Auch immer noch das Lachsenkraut. Ich geh noch mal schauen. Ja, es wäre schön. Was würde ich nur ohne euch machen? Hihihihi, ich bin bald wieder da. Ach, dieses Buch ist interessant. Sehr interessant. Was ist denn ein Blutgeist? So. Zauber, mit der ein Wesen unsterblich macht. Unsterblichkeit. Ja, und so ging's los. Ich hab dir das Buch gebracht. Zu dem gemacht, was ich wurde. Ja, und er hat sich dann damit in einen Vampir verwandelt. Aber warum der Hohepriester? Du warst doch ein Vampir der nullten Generation. Warum doch Hohepriester? Ruhm kann's ja wohl nicht gewesen sein. Verschmähte Liebe, den Zauber sprechen, der dich verfluchte. Ich weiß von Seelen nichts. Irgendwas geschah, als ich den Zauber sprach. Was geschah da wohl? Neue Ziele, neue Ansichten, etwas zwang mich, mich zu verwandeln. Ja, welches etwas war das wohl? So viele Vampire getötet haben, erst dann und nicht zu früh. Ich weiß nicht. Monster zu töten, ich erschaff von den Vampiren. Ja, er weiß es, glaube ich, wirklich nicht. Monster erschaffen, die auf der Welt kreuchen. Ja, ich habe so viele erschaffen. Ich war ihr Retter. Im heiligen Kreuzzug die ganzen Vampire getötet. Warum der Rang des Hohepriesters? Ich musste an die Maschine rankommen. An was für eine Maschine? Vincent, was für eine Maschine? Ich weiß es nicht mehr. Was war ich für ein Mensch? Wie habe ich gelebt? Wo habe ich gewohnt? Meine Eltern? Wie habe ich dich kennengelernt? Das würde er mir nicht mehr beantworten können, glaube ich. Eine nette junge Dame aus Asran. Dort gelebt, dort geboren. Du wolltest meine Arbeit unterstützen. Bald meine Assistentin und meine heimliche Liebe. Du hast mich von Anfang an geliebt, vom ersten Tag. Zurückgewiesen, aber hast du mich verflucht. Ja, und dann ist sie in Shanna gelandet. Sowas von vorbei ist es nicht. Und ob es vorbei ist, ich spüre es, sie kommen. Wer? Das Kribbeln, das hat mir Abraxas auch schon gesagt.
Wer? Warum verschwinden sie alle? Nein, ich bereue. Zack. Ja, das war's wohl. Lieber von hier verschwinden. Konzentrieren, in der reellen Welt manifestieren. 5 Minuten habe ich. Bevor sie endgültig stirbt. Ich glaube, wenn ich manifestieren irgendwo hier benutze. Ich habe das Manifestieren, das war ja wohl daneben. Ich habe das Manifestieren, ich hoffe, ich schaffe das in den 5 Minuten. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ich habe das Manifestieren früher auch mal an jeder Stelle benutzt, um zu gucken, ob ich irgendwelche lustigen Sachen finde. Ich habe mal überlegt, vielleicht lande ich ja mal bei irgendjemandem. Vielleicht lande ich ja mal bei irgendjemandem im Zimmer und sehe dann irgendeine lustige Situation oder so. Ich glaube, da gibt's nichts. Ich muss, glaube ich, tendenziell so ein bisschen nach links unten, oder? Moment, bin ich hier gespawnt? Ja. Wo bleibt sie nur? Ich hoffe, das passt alles. Ja, sie ist schon viel zu lange fort. Ich bring dich um, wenn sie nicht wiederkommt. Ja, ist der Belebungszauber nicht eigentlich für Menschen anstatt für Vampire? Ja, da war was. Da habe ich aber das erste Mal auch nicht dran gedacht. Was hast du nur getan? Ja, du hast es nicht verhindert, dass nur ein weiter bereistet, beweist deiner völligen Inkompetenz. Komm nur her, ich konnte dich eh nie ausstehen. Wär's schon lange zu Ende. Jetzt reicht's, du bist doch schon wieder hinter Elaine her. Ja, stimmt. Unvorhersehbar und unberechenbar. Die liebt dich nicht, sie hat nur Mitleid. Komm her. Ja, du wirst niemals deine Waffe gegen mich erheben können, ja. Ein Vampire Stone Anzug ist nur wegen der Ätherebene. Deine Instinkte werden dich daran hindern, du bist ein Nichts. Was für ein schwacher Vampir du wohl bist. Jetzt gibt's gleich mal wieder Ärger von Mama Elaine. Verfluchter Mann, was treibt ihr da? Könnt ihr euch mal einen Moment lang nicht streiten? Hast du ein Glück, Bursche. Belebt mich gefälligst wieder. Ja, hoffentlich klappt der Zauber. Ansonsten kannst du schon mal lebwohl sagen. Ja, das Blut hast du ja. Hoffentlich klappt es. Wie da hinten noch ihr Kopf rumliegt. Ach was, viel besser. Konntest du etwas herausfinden, wie die erste Frage erstmal war? Konntest du was herausfinden und nicht, wie geht's dir? Hast du tatsächlich Vincent getroffen? Ja, nicht nur den, ich erzähle euch alles. Ja, dein Glück, Wollner. Ja, Elaine, das Buch zu Vincent gebracht. Wie ist es nur in den Fluss gelangt? Ja, das wird sich schon noch klären. Elaine hat das Risiko auf sich genommen. Natürlich, der rein helfen soll, gegen die Elras zu bestehen. Ja. Ja, nicht von sonderlich von Erfolg gekrönt, hat ja nicht besonders viel erfahren. Mittel gegen die Elras hat sie auch nicht. Ja, Zeuge als Ereignis ist sehr wichtig sein wird, dass die ganzen da abgesaugt werden. Ja, das Verschwinden der Blutgeister. Verschwanden sie aus der Ebene, wurde immer leerer, bis quasi gar keine mehr vorhanden waren. Tja, und wo sind sie hin? Langsam, langsam. Ich will auch nichts vorwegnehmen. Konflikt zwischen Aska und Valna dehnt sich immer weiter aus, die können sich überhaupt nicht leiden. Ja. Gerade jetzt, wo die beiden unmissverständlich klar gemacht haben, dass sie beide Elaine haben wollen. Ja, ein bisschen zwischen den beiden. Es war nach wie vor trotzdem noch bei Valna. Valna einen Weg gezeigt hat, der ihr deutlich besser gefällt. Leben mit den Menschen in Harmonie. Ja, ich hoffe mal, ich kann meine Menschlichkeit noch hochmachen. Ich muss immer noch an den Weihnachtsmann rankommen. Jinna scheint ja auch ein doppeltes Stin, habe ich ja ganz vergessen. Hilft den dreien, aber wird da wie ein Prophet behandelt und der hat seine eigenen Ziele. Warum hat er wohl die Barrieren aktivieren lassen? Keine Ahnung. Er will doch, dass die anderen da rankommen. Ich hab dich mal wieder verwirrt. Wie wär's, wenn ich einfach weiter erzähle? Los, dann erzähl schon. Ja, allen erklärt, planen sie die nächsten Schritte. Wusste nicht, dass Valna und Aska sich immer mehr hassten. Ja, wir wissen nicht, wie es in den Fluss gelangt ist zum Beispiel. Und das Verschwinden der Blutgeister wissen wir auch nicht, was das soll. Warum wollte Jinna nicht, dass wir nach Asran gehen? Wir haben doch überhaupt nichts gefunden, was zu dem in Bezug steht. Haben wir vielleicht was übersehen?
Oder wir sind paranoid, vielleicht wollt ihr uns nur helfen. Naja, ich weiß ja nicht. Kampf gegen Elras Befinden ein wenig schlauer machen, was ihre Geschichte angeht. Erbittert gegen Ustra gekämpft. Ustra besonders menschenfreundlich war, bezweifle ich auch. Der hieß ja nicht Walner. Spar dir deine Anmerkung. Es hat sich einiges geändert. Muss viel schlimmere Dinge tun, in meinen Augen kein Menschenfreund mehr. Viel schlimmere Dinge. Walner hat gesagt, das könnte so ein Moment gewesen sein, wo die Menschlichkeit geprüft worden ist. Also ich bin vielleicht, hüte dich, Walner. Und du hörst mit diesen dummen Bemerkungen auf. Ich muss meine Menschlichkeit hochkriegen. Aska hat zumindest in dem Punkt recht. Wir brauchen mehr Infos über die Elras und auch über Ustra. Vielleicht bringen wir in Erfahrung, wie er gegen die Elras gekämpft hat. Vielleicht können wir das auch machen. Hier mein Säbelmagie habe ich auch. Ustra brauche ich nicht. Ja, aber keine Magie, die mit Ustra vergleichbar wäre. Wie schwach wir sind. Ich hasse es, wenn ich falsch liege. Du hast recht. Zauberbuch der Elras mit ihren eigenen Waffen, könnten wir sie schlagen. Buch war viel zu leer, viele Seiten gefehlt. Wieso haben die Seiten eigentlich gefehlt? Nachts Appetit auf einen Haufen vermodertes Papier. Ja, ich weiß warum, aber ich glaube, das erfahren wir auch noch. Aska. Als wir das Buch bei Vincent gefunden haben, haben die Seiten auch schon gefehlt. Meinst du, er hat sie rausgerissen? Rätselraten führt doch zu nichts, echt mal. Reden wir mal mit jemandem, der sich mit Ustra auskennt. Wer kennt ihn denn schon? Naja, was ist mit den Wüstenstädten? Die verehren den immerhin. Ja, da müssen doch ein paar Leute Bescheid wissen, oder? Was willst du denn in seiner Pyramide? Da gab es nur Skorpione und Ustra selber, den wir abgeschlachtet haben. Recht überlege, was irgendwie zu leicht. Jetzt mit hunderten Elras aufgenommen und wir haben ihn damals geschafft. Ohne mich hättet ihr es eh nie geschafft. Aber wir haben die Dämonenbeschwörung gefunden. Noch ein paar Zauber, die uns nützlich sein könnten. Schauen wir mal, ob wir in der Pyramide was finden können. Naja, dann los. Jetzt haben wir eine ganze Menge zu tun. Ja, einen Anführer der Elras ausquetschen. Ich sag ja, wir haben so viel zu tun. Ich glaube, was ich als nächstes mache, ist erstmal auf die Weltkarte zu gehen und zu speichern. Denn ich glaube, jetzt nachdem wir so lange durch die Gegend gegammelt sind, werden wir wahrscheinlich bald wieder angegriffen. Und ich glaube, ich kümmere mich jetzt aber erstmal, bevor ich irgendwelche weiteren Erkundungen mache, um alle Level 2 Skills. Das heißt, ich glaube, ich gehe mal nach Melsan. In die Kanalisation und prügel die Viecher mal. Und lerne dann mal ein paar Level 2 Skills. Vielleicht. Aber das gucken wir uns alles in der nächsten Runde an, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und dann, glaube ich, lerne ich erstmal ein paar Skills oder so. Ich meine, ich könnte ja mal theoretisch... Ich habe ja schon gespeichert. Ich mag die Kanne. Ich meine, es gibt vielleicht andere Orte, wo das mit den Seelen schneller geht. Aber was ich jetzt, glaube ich, mal mache, ist, ich gehe nach Melsan und prügel mich mal mit den Viechern und hol mal ein paar Seelen. Ich will zumindest mal, das mache ich jetzt nicht Ewigkeiten, ich will zumindest mal, dass ich 2 Skills lernen kann. Karten lesen vielleicht und Rezepte lesen oder so. Also irgendwelche 2 Skills, die wichtig sind. Ich speichere schon mal neben Melsan und hol mir mal schnell ein paar Skills ran, glaube ich. Und ein paar Seelen. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Meine lieben Leute, bis zum nächsten Mal.